Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Belmont Gabriel am Start und zwar mit dem nächsten DPL-Spieltag gegen El Cringy Boy. Wir fällt gerade auf, ich muss hier noch ein bisschen Flames sagen. Okay, wir haben jetzt die Challenge bekommen von Holucha Lover. Muss jetzt kurz aufpassen. Was ist mein Team gegen Richard? Wo ist mein Team gegen Richard? Da ist mein Team gegen Richard. Ich habe Barry's Weedle nicht dabei. Ich habe kein... Ich lebe einfach... Da habe ich Bock drauf. Okay, dann describe ich das Team noch als Anything Goes. Und wir können los. Und die Musik ist etwas laut. Moment, ich stelle mal hier ein bisschen. Ich stelle es mal hier ein bisschen runter. So. Und ich würde sagen, go! Have fun! So! Wir haben auf jeden Fall ein nice Matchup mit Kadabra Babra. Kadabra Babra. Holy crap, ist Low Honey gut. XD Loli Lurk. Belly is dead. Belly is literally dead. So, der Loli-Lurker ist am Start. Wir haben zum Glück Heatran. Heatran ist super gut gegen sein Squad. Like, holy shit, ist das gut. Mir fällt auf, ich habe keine Hazard-Removal dabei. Lul. Okay, gut. Ich muss sagen, ich würde sehr, sehr gerne mit Celamence oder mit unserem Drapion leaden. Heatran könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Ich liebe Hexagon Esports, bestes Dumm. Ich weiß nicht, mit was er leadet. Er könnte mit Steelix leaden, er könnte aber auch mit Lavados leaden. Ich würde eigentlich sehr, sehr gerne mit unserem Celamence leaden. Er fängt mit Steelix an, das ist super, super nice. Freut mich sehr. Und vor allem kann ich hier direkt auf den Fire Blast gehen. Und das ist schon mal super nice. Das ist schon mal super, super gut. Wir connecten sogar und das macht Zero. Und das macht Zero. Okay. Nice. Ja gut, dann gehen wir erstmal auf den Wish. Oder, nee, wir gehen hier nochmal auf den Fire Blast. Wir wollen nochmal ein bisschen Chip-Damage kriegen auf ihn. Das war der Ice Fang. Der hat aber null gemacht. Der hat aber negativen Schaden gemacht, der Ice Fang. So, er geht jetzt hier in Fini, was für uns eigentlich okay ist. Weil wir jetzt hier erstmal für die... Obwohl... Eigentlich können wir hier in Drapion gehen. Weil er wird jetzt hier eigentlich für den Moonblast gehen. Und Drapion ist hier definitiv unser bester Play. Wir haben ein bisschen Speed Investment dabei. Er geht auf den Moonblast. Der macht Millionen. Der macht durchaus Millionen. Aber er wird hier nicht drin bleiben wollen. Deswegen gehen wir erstmal nochmal für einen T-Spike. Und wir haben schon gesehen, er hat die Leftovers. Und das Tapofini zu gepoisoned zu haben generell ist super, super nice. Von dem her, alles gut. Wir legen hier erstmal den T-Spike. Und was ich hier natürlich machen werde, ist erstmal in Barry's Weedle zu gehen. So. Und wir kriegen dann auch erstmal die Intimidate wieder drauf. Alles nice. Alles sehr, sehr nice. So, dann macht er, der macht halt mit Ice Fang wieder 5. Ja. Der macht halt legit 5 mit Ice Fang. Und wir können jetzt erstmal nochmal den Wish aufkriegen. So, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Sehr, sehr gut sogar. Und er kann zwar jetzt hier drin bleiben. Ich meine, das könnte er theoretisch machen. Allerdings, ja. Und wenn er nicht drin bleibt, dann kriegen wir Poison. Das ist halt super nice. Ja, hier ist das Fini. Damit habe ich irgendwie schon gerechnet. Er hat noch ein paar Moonblasts. Also einige Moonblasts hat er noch. Wie sehr brauchen wir Celamence? Eigentlich nicht unbedingt so. Von dem her gehe ich jetzt in Drapion erstmal. Wenn er auf die Hydro geht. Also alles gut hier an der Stelle. Und
Ich würde sogar rausdoublen in Heatran, to be honest. Ja, also es ist immer sein Play, hier rauszugehen. Exactly. Und da kommt auch das Moltres. Und sind wir... Ich würde sehr, sehr gerne für eine Hidden Power Rock gehen. Das heißt, ich gehe einfach mal für eine Hidden Power Rock, um einfach dieses Moltres mit rauszunehmen. So. Das macht dann schon mal sehr, sehr guten Schaden. Da freue ich mich doch schon mal. Und er hat eine HP Ground. Und es war wahrscheinlich Choice Scarf. Das ist wahrscheinlich Choice Scarf Damage. Also können wir hier normalerweise in unser Low Punny gehen. Weil wir das natürlich noch haben wollen. Und er geht hier für die Roost. Das ist vollkommen fein. Und ich will definitiv jetzt dann demnächst die Dings rauskriegen. Er kann natürlich Flame Body haben. Ich gehe natürlich hier für die Mega Evolution und für das Fake Out. Ich will sehen, wie viel Damage das macht. Er hat den Rocky Helmet. Er flincht natürlich. Und die Return macht auf jeden Fall genug hier an der Stelle. Wow. Sie macht nicht genug. Er kriegt die Roll. Das ist sehr, sehr belastend. Das ist sehr, sehr belastend tatsächlich. Weil jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt haben wir nichts mehr gegen dieses Moltres. So, wie können wir dieses Moltres jetzt besiegen? Wir gehen in Salamence. Und ich gehe erstmal auf eine Protect. Weil dieses Moltres ist jetzt nervig. Dieses Moltres ist jetzt sehr, sehr nervig. So. Weil unser Way of Winning gegen das Ding war HP Rock auf unserem Heatran. Das Tapofini ist jetzt schon mal gepoisoned, was schon mal sehr, sehr nice ist. Aber wie gesagt, wir gehen hier erstmal nochmal auf die Protect. Kriegen nochmal ein bisschen Chip Damage auf das Tapofini. Während ihr hier auf den Defog geht. Und das ist uns generell erstmal egal. Vor allem, weil wir jetzt hier erstmal nochmal in Drapion gehen können. Ich würde eigentlich sehr, sehr gerne für ein Dings gehen, für einen Wish, aber das würde Salamence nicht überleben. Das würde Salamence definitiv nicht überleben. Low Punny Mega ist halt jetzt leider etwas damaged, sag ich mal. Wir müssen in Drapion gehen, auf seine Moonblast, weil der ist halt schon sehr, sehr obvious. Und ich werde auch definitiv hier auf den Poison Jab gehen. Unser Drapion war zu 90% für dieses Tapofini da. Wenn er jetzt hier in sein Steelix geht, dann soll das fein sein, von meiner Seite aus. Wir können dann wieder zurück in unser Salamence Mega. Eigentlich will ich in Pillow Swine gehen. Aber ich glaube, Salamence ist in dem Fall besser, weil wir hier protecten können. Wir können wishen. Er geht weiter für die Ice Fang. Und ja, wie gesagt, der Wish ist halt hier sehr, sehr wichtig. Dass wir den wieder aufbekommen. Und er geht für das Toxin. Das ist fein. Und wir gehen hier erstmal nochmal auf den Fire Blast. Kriegen ja nochmal guten Chip Damage auf das Steelix. Er geht in Moltres. Das ist fein. Das ist erstmal fein. Allerdings ist das auch sehr, sehr nervig, weil ich hier nochmal wishen muss. Und er misst seinen Hurricane, seinen ersten, okay. Ich glaube nicht, dass er hier in irgendeiner Art und Weise hier großartig was aufgesetzt hat. Ja, ich dachte mir schon, dass er hier irgendwie für die HP gehen will. Und ich setze erstmal Rocks auf. So. Das ist okay. Ich setze erstmal Rocks auf. Er geht für den U-Turn. Das ist fein. Und er geht in Fini. So, und hier kann ich auch erstmal für die Protect gehen. Also unser Pillow Swine ist definitiv unser Way of Winning. Dieses Match.
Und ich will auf jeden Fall auch diesen Chip auf diesem Tapu Fini haben. Deswegen gehe ich auch nochmal auf den EQ. Auch wenn es nicht viel ist, ist es trotzdem ein bisschen Chip Damage. Und ich kann ja auch nochmal für die Protect gehen. Was auf jeden Fall schon mal nice ist. Wir haben auch die... wir haben keine Ice Shard diesmal drauf auf unserem Pillowswine. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er jetzt hier machen wird. Ich werde auf jeden Fall nochmal auf die Protect gehen. Weil es, hier kann viel kommen. Hier kann relativ viel kommen. Aus dem Grund ist Protect, glaube ich, mein bester Play. Er geht für die Rocks, das ist fein. Und ich glaube, sein bester Play wäre jetzt hier auf einen Leafstorm zu gehen. Von dem her gehe ich in Heatran. Weil den Leafstorm, den darf ich unser... den darf ich nicht fressen lassen. Exactly. Und er ist sogar Life Orb. Von dem her gehe ich jetzt hier erstmal für einen Magma Storm. Er geht für eine Earth Power, das ist vollkommen fein. Und hier kann ich dann in Drapion gehen. Und wir überleben auf jeden Fall eine Earth Power und können hier für die Pursuit gehen. Und wenn das Celebi raus ist, haben wir unser Pillowswine schon mal deutlich, deutlich... Wow, das killt. The fuck? Okay. Dann muss ich hier für die Rocks gehen. Dann muss ich hier für die Rocks gehen. Und geht's hier definitiv in unser Low Punny Mega, oder? Oder gehe ich schon in Salamence? Weil unser Pillowswine ist unser Way of Winning. Ja, ich muss eigentlich in... Ja, doch, ich muss eigentlich in Salamence gehen. Er hat Rocks, das heißt, er kann wahrscheinlich Salamence nicht touchen. Ich muss halt dieses Moltres irgendwie geschwächt bekommen. Das ist halt super, super nervig, dieses Moltres. Hier gehe ich sogar erstmal auf eine Protect. Ich glaube, das ist der Play. Und hier gehe ich auf einen Wish. So. Hier kann ich sogar auf einen Fireblast gehen, um das Tapu Fini auszunocken. Weil wir jetzt sowieso wieder den Wish aufbekommen, 100%. Auch über das Celebi. Er geht tatsächlich in Lucha. Und da muss ich in unser Low Pony gehen. Und gehe erstmal für ein Fake Out. Das ist klar. Ich meine, er braucht das nicht mit seinem Lucha. Wir können hier ohne Probleme für die Returns gehen. Und gehen mit unserem Kadabra auf einen Psyshock. Ich meine, wenn er jetzt... Er wird hier für eine Roost gehen, sehr, sehr wahrscheinlich. Naja, er geht sogar safe auf die Aggro. Wir kriegen ihn auf jeden Fall runter mit dem Psyshock. Und... Pillowswine kann dann noch ein bisschen was machen, I guess. Pillowswine kann noch ein bisschen was machen. Wenn er jetzt hier natürlich in sein Lavados geht, wäre natürlich witzig. Oder in sein Celebi oder sowas. Er geht in sein Steelix. Er wird für einen Ice Fang gehen, 100%. Von dem her gehe ich hier erstmal für einen Energy Ball, mache einen guten Chip Damage. Er geht auf Heavy Slam sogar. Wir gehen hier für einen Wish. Weil das unsere einzige Möglichkeit ist, noch zu gewinnen. Gehen in unser Pillow Swine. Müssen wir mit Earth... Wir werden mit Earthquake nicht genug Schaden machen. So, er geht auf Heavy Slam. Wir kriegen einiges noch zurück. Und wir gehen hier auf einen EQ. Hoffen natürlich, dass wir ihn ausnocken, aber ich glaube fast nicht. Ja, exactly. Und hier werde ich auf den Icicle Spear gehen, einfach falls er in Moltres geht. Dass wir hier dann auf jeden Fall noch ein bisschen Chip Damage haben. Geht in Kyurem Black. Da müssen wir... Und er geht für den Z, Sub-Zero Slammer. Ja, das ist GG. Das ist GG. Wir hatten ein super, super schlechtes Matchup. Das war halt schon abzusehen, dass wir das hier verlieren. Weil wir so schlechtes Matchup gegen Tapu Fini hatten, dass er Double Toxic gespielt hat. Ja, ja.
Ich muss sagen, ich weiß mittlerweile auch, was ich an meinem Team so hasse. Ich hasse Diancie als Heal-Bella. Weil man Diancie fast nie mitnehmen kann. Und vor allem in unserem Squad nicht. Und kein Heal-Bella dabei zu haben in einem defensiven Spielstil ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist der Hauptgrund, warum das Squad hier nicht meins ist, glaube ich. Ja, das ist halt Crap. Aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.